Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Wahl des Datenschutzbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist seit Monaten überfällig. Trotzdem beantrage ich die Vertagung dieses Tagesordnungspunktes. Denn diese Monate wurden nicht dazu genutzt, Kandidaten zu suchen, Kompetenzen abzuwägen, sondern die Koalition hatte sich im parteipolitischen Streit verhakt und war zu diesem Thema nicht sprechfähig, um dann, noch bevor die eigenen Fraktionen überhaupt sich damit befassen konnten, zu verkünden, wer die Kandidatin der Koalition nunmehr sei. Was nicht stattgefunden hat und was wir einfordern und was auch noch möglich wäre, wenn wir es jetzt vertagen, ist, dass, so wie der Präsident es angeregt hat, die Fraktionsvorsitzenden sich zusammensetzen und einem geordneten Verfahren über Kandidaten reden, über Kompetenzen reden, über Voraussetzungen reden und eine Übereinkunft suchen. Sie ist nicht zwingend, aber eine Übereinkunft suchen. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht hierbei bei dieser Wahl um einen Beauftragten, dessen vornehmste Aufgabe es ist, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu schützen. Es geht um ein Grundrecht. Und es geht darüber hinaus darum, dass dieses Grundrecht in Zeiten steigender technischer Möglichkeiten immer mehr unter Druck gerät. Also diese Position ist wichtig. Der Berliner Beauftragte war bisher von besonderer Bedeutung. Er war ein Aushängeschild für Berlin. Nicht nur für Berlin, europaweit und darüber hinaus. Deswegen bitte ich, die Sorgfalt, die wir erreichen wollen, hier auch zu sichern. Und es geht über einen Vertagungsantrag. Es gibt einen weiteren rechtlichen Grund. Es liegt in der Textfassung der Entwurf einer europäischen Grundverordnung über den Datenschutz. Diese Grundverordnung ist noch nicht in Kraft, liegt aber im Text vor. Sie sieht vor, dass Datenschutzbeauftragte gewählt werden sollen aus Menschen, die über besondere Kompetenzen auf diesem Gebiet verfügen. Das bisherige Verfahren bietet diese Gewähr genau nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Es gibt viele wichtige Personalien in der Berliner Verwaltung zu besetzen. Und sie pfeifen es von den Dächern, dass die Koalition sich hier parteipolitisch verhakt hat. Das betrifft Positionen im Rechnungshof, in der Staatsanwaltschaft, bei den Gerichten und eben auch beim Thema Datenschutz. Ich möchte Sie darum bitten, dass wir hier in ein Verfahren einsteigen mit der Vertagung, wo wir gemeinsam nach Kandidaturen suchen und diese abwägen. Ich weiß, dass in einem solchen Verfahren wir die Chance haben, Kandidaten zu gewinnen, die über Erfahrung im Amt als Landesdatenschutzbeauftragte verfügen. Stimmen Sie unserem Vertagungsantrag zu und dann haben Sie etwas Gutes getan, um dieses Amt weiterhin seiner Bedeutung gerecht zu werden und es nicht weiter zu beschädigen.